In der Öffentlichkeit existiert immer noch das Vorurteil, dass in Deutschland überwiegend wohlhabende Juden gelebt hätten. Dies entspricht nicht der Realität, denn schon durch die Weltwirtschaftskrise kam es zu einer starken Verarmung innerhalb der jüdischen Bevölkerung. Viele Kaufleute verloren ihr Geschäft, Arbeiter verloren ihre Arbeit. Das war nicht groß anders als mit der übrigen Bevölkerung in Deutschland. Und besonders nach 1933 durch die nationalsozialistische Diktatur kam dieser Prozess in größere Beschleunigung. Insbesondere durch die ersten Maßnahmen, die sich gegen Beamte im Staatsapparat richteten, gegen Rechtsanwälte, Notare, verloren viele Juden in Deutschland ihr Einkommen und ihre Arbeit und waren zum Teil auf öffentliche Wohlfahrt angewiesen. Seit der Weimarer Republik, seit der Mitte der 20er Jahre, gab es in Deutschland eine Sozialgesetzgebung, die jedem Deutschen und seiner Familie eine Mindestversorgung garantierte. Diese Mindestversorgung konnte durch die Weltwirtschaftskrise und durch den ungeheuren Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Erwerbslosigkeit kaum noch garantiert werden, sodass die Fürsorgeämter in Deutschland finanziell total überlastet waren. Daher suchten schon gegen Ende der Weltwirtschaftskrise, aber besonders nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten, viele Fürsorgebeamte Auswege, um diese Kosten zu minimieren. Dabei kam man zuallererst auf bestimmte Gruppen, wie zum Beispiel sogenannte Asoziale, die sogenannten Zigeuner und eben auch jüdische Deutsche. Die Fürsorge war in Deutschland auf lokaler Basis organisiert. Das heißt, dass in Großstädten die Stadtverwaltungen die Versorgung der bedürftigen Deutschen organisierte und in kleineren Orten zusammengefasst in Bezirksfürsorgeverbänden die Wohlfahrt organisiert wurde. Die Wohlfahrt teilte sich in zwei Bereiche. Ein Bereich war die offene Fürsorge, das heißt für bedürftige ehemalige Angestellte und Arbeiter. Und auf der anderen Seite die sogenannte Anstaltsfürsorge, das heißt für kranke, alte Leute und so weiter. In den 30er Jahren kam es dann zu diesen Überlegungen, welche Gruppen könnten schlechter gestellt werden als die übrige Bevölkerung. Und dies vollzog sich zuallererst in den Großstädten, wo die Finanzkrise am stärksten war. Erste Überlegungen trafen Fürsorgeämter vor allen Dingen in Städten wie Hamburg oder Berlin oder Leipzig. Die ersten Überlegungen sahen vor, für jüdische Deutsche, also das heißt jüdische Arme, nur noch eine Mindestversorgung zu garantieren oder die Versorgung durch sogenannte Pflichtarbeit abgelten zu lassen. Pflichtarbeit war eigentlich ein Zwangsinstrument gegen sogenannte arbeitsunwillige Bedürftige. Allerdings seit Mitte der 30er Jahre wurde zum Beispiel in Leipzig oder auch in Hamburg Pflichtarbeit generell von Juden gefordert. Das heißt, hier wurde eine Gruppe zusätzlich diskriminiert. Ab 1936, 37 kam es dann zu Diskussionen zwischen verschiedenen Städten über diese Diskriminierungsmaßnahmen. Vor allen Dingen im Deutschen Gemeindetag, dem alle Städte angehörten, kam es zu solchen Diskussionen, wie am besten jüdische Arme schlechter gestellt werden konnten. Da wurden von den Fürsorgebeamten Ideen ausgetauscht, über Erfahrungen gesprochen. Und generell gefordert, in ganz Deutschland jüdische Arme von der Wohlfahrt auszuschließen oder sie schlechter zu stellen. Zunächst gab es dafür keine nationale oder zentrale Gesetzgebung. Dies waren alles lokale Initiativen, die allerdings dazu führten, die gesamte Diskussion in den Jahren 1936 und 37, dass 1938 noch vor dem Novemberpogrom eine erste Diskussion zustande kam, dass man ein Gesetz gegen Juden erlassen sollte. Erste Entwürfe wurden im Deutschen Gemeindetag diskutiert, allerdings zunächst nicht erlassen. Sehr schnell nach dem Novemberpogrom, nur zwei Wochen später, wurde eine Verordnung erlassen, die vorsah, sämtliche jüdische Arme aus der öffentlichen Wohlfahrt auszuschließen. Damit entledigte sich der NS-Staat der Fürsorgepflicht, die eigentlich für alle Deutschen galt. Die Verordnung basierte auf den Vorarbeiten vom Sommer 1938
und führte dazu, dass sofort Städte untereinander diskutierten, wie am besten diese Übertragung der Fürsorgepflicht auf die jüdischen Gemeinden zu organisieren sei. Da infolgedessen kam es zu Diskussionen innerhalb von Städten zwischen Bürgermeistern, Fürsorgebeamten und der Gestapo, die die Finanzen von der jüdischen Gemeinden kontrollierte. Die jüdischen Gemeinden waren total überfordert, nun Tausende von jüdischen Armen zu versorgen, und versuchten daher vehement den deutschen Staat auf die Fürsorgepflicht hinzuweisen. Interessant ist, dass hier die Organisation sehr in der Folge abhing von den Kräfteverhältnissen innerhalb der Städte. So kam es zu ganz unterschiedlichen Organisationsweisen nach dem Pogrom bis in den Sommer 1939. In einigen Städten wurde nur die Anstaltsfürsorge an die jüdischen Gemeinden übertragen, in anderen Städten nur die offene Fürsorge, das heißt für den generell Bedürftigen, in anderen Städten sowohl die Anstaltsfürsorge als auch die offene Fürsorge wurden beide an die jüdischen Gemeinden übertragen. Und in einigen Fällen, wie zum Beispiel in der Großstadt Berlin, dauerte dieser Prozess noch länger bis in den Krieg hinein. Dies war der hohen Anzahl der jüdischen Bedürftigen innerhalb der Bevölkerung in Berlin geschuldet. Denn hier handelte es sich nicht wie in anderen Städten um einige hundert oder tausend. In Berlin handelte es sich ja um mehrere zehntausend jüdische Arme, die zu versorgen waren. Die Initiativen, die schon in den 30er Jahren lanciert worden waren von Fürsorgebeamten, sind interessanterweise nicht unbedingt nur von Parteigrößen lanciert worden. Wir haben zum Beispiel in Frankfurt und in Berlin Leiter der Fürsorgeämter, die alte Parteigenossen waren. Doch im Unterschied dazu finden wir zum Beispiel in Hamburg oder in München sogenannte völkisch-konservative, die nie Parteimitglieder waren, die seit den 1920er Jahren die Fürsorgeämter leiteten und die genauso aktiv und manchmal sogar aktiver noch als die Parteimitglieder in Frankfurt oder in Berlin agierten. Somit haben wir hier einen Prozess, der nicht nur von Nationalsozialisten vorangetrieben worden ist, sondern auch von konservativen Kräften. Und wir sehen hier, dass ähnlich wie auch in anderen Verfolgungsbereichen, gerade die Stadtverwaltungen und ihre Beamten sehr aktiv und initiativ den Prozess der Radikalisierung, der Diskriminierung gegen die jüdische Bevölkerung vorangetrieben haben.